Über 92.000 Menschen hat die Uni Düsseldorf zwischen 2016 und 2023 zu ihrem Raucherverhalten befragt. Die klassische Tabakzigarette ist mit 30% am beliebtesten, doch auch E-Zigaretten kommen immer besser an. Lag der Anteil 2016 noch bei insgesamt 1,6%, wuchs er bis 2023 auf insgesamt 2,2% an. E-Zigaretten gibt es als Einwegprodukt und zum Wiederbefüllen. Oft enthalten sie Nikotin. Außerdem gibt es sie mit vielen unterschiedlichen Aromen. Gerade bei Jüngeren kommt das gut an. Matthias Uhlbauer vom Klinikum Nürnberg sieht darin eine Gefahr. Das jugendliche Gehirn ist noch nicht reif, besonders anfällig für die Entwicklung von Suchtstrukturen. Und dadurch haben wir natürlich große Sorge, dass wir eine neue Generation nikotinabhängiger Menschen erzeugen. Die Aromen sind als Zusatzstoffe in der Lebensmittelindustrie zugelassen. Wie sie wirken, wenn sie inhaliert werden, ist aber nicht ausreichend erforscht. Da die Stoffe bei E-Zigaretten verdampfen und nicht verbrennen wie bei einer Zigarette, können sie leichter tief in die Lunge eindringen und dort Schaden anrichten. Da entstehen garantiert neue Krankheitsbilder in 20 Jahren, die wir jetzt noch nicht kennen. Also ich wehre mich so ein bisschen dagegen, mitzuschwingen, die E-Zigarette ist weniger schädlich. Ich würde betonen, sie ist anders schädlich. Matthias Uhlbauer fordert deshalb strengere Regularien für E-Zigaretten. Er warnt besonders davor, sowohl normale Zigaretten als auch E-Zigaretten zu rauchen. In dieser Kombination schädige man seine Lungen am meisten, da viele Schadstoffe eindringen können.